Wie sieht es in einer Unterkunft für Geflüchtete aus? Das konnten sich Bürger im Osthafen Rostocks am 25. April einmal genauer anschauen und sich ein eigenes Bild machen. Lange wurde diskutiert, seit Ende letzten Jahres wurde hier in Warnow-Nähe gebaut. Ab Mai ziehen die rund 240 Geflüchteten aus ihren Notunterkünften in Rostock in das Containerdorf ein. Das brauchen wir auch ganz dringend, weil wir zurzeit noch 3 Notunterkünfte betreiben, in 2 Sporthallen und in einer ehemaligen Produktionshalle, in einer Industriehalle. Und wir haben hiermit Schritt für Schritt die Möglichkeit, die Notunterkünfte leer zu ziehen und in eine reguläre Unterbringung zu kommen. Von außen sieht es aus wie ein Container, von innen ist es deutlich angenehmer. Es handelt sich hier um 3 zweistöckige Wohnblöcke. Das Interesse im Vorfeld war groß. Die Rostocker besichtigten die 2- und 4-Bettzimmer. Ausgestattet mit Tischen, Metallbetten und Spinden für ihre Privatsachen. Dazu gibt es Räume mit Waschmaschinen und Küchen mit Kühlschrank, Spüle und Herdplatten. Das Besondere ist die Nähe zur Michaelschule gleich nebenan. Wir sind mitten in der Gesellschaft, insofern haben wir auch die Reaktion in der Bandbreite der Gesellschaft. Und es gibt durchaus auch kritische und ängstliche und unzufriedene Tonlagen. Es gibt aber auch ganz tolle Kooperationsangebote, auch seitens der Schulleitung. Darüber freuen wir uns. Und am Ende ist auch das ehrlicherweise nicht so richtig neu, dass es zu Beginn immer ein bisschen Vorsicht und Pessimismus gibt. Am Ende ist es meistens eine sehr friedliche und gute Nachbarschaft geworden. Weil wir ja ganz viele Personen haben, die heute die Unterkunft sehen möchten. Schön. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, wir sind ja noch lange da. Die Interessenten konnten sich in den Gemeinschaftsräumen am Tag der offenen Tür darüber informieren, wie auch sie die Geflüchteten unterstützen können. Zum Beispiel gibt es ein sogenanntes Newcomer-Café, in dem neue und alte Rostocker zusammenkommen können. Insgesamt war die Besichtigung für viele eine interessante Erfahrung, so auch für Jürgen Piepenhagen. Wir waren gerade jetzt in den Container drin gewesen, haben die Küchen angeguckt und haben auch gesagt, das ist schon beengt. Aber Malteser sagt ja, sie organisieren das wegen auch dieses Abwaschen und auch die Wäschemaschinen, die da auch vorhanden sind, auch die Trockenräume. Also es ist schon sehr gut, also besser als in der Tonhalle, das muss ich auf alle Fälle sagen. Aber man muss das auch farblich gestalten, weil es ist alles im Grauton und das würde ich auch nicht, auch als Geflüchteter nicht gut finden. Also dass die Selbstgestaltung auch übernommen wird mit der Malteser, das finde ich auch sehr gut. Und nun wollen wir uns das hier nochmal ein bisschen erläutern lassen, was noch alles möglich ist, ob man selbst auch irgendwie noch mit einfließen kann. Ich finde es auch gut, dass die Schule sich schon bereit erklärt hat, dass vielleicht auch mit den Kindern mehr Erfahrung und spielerische Erfahrung gemacht werden. Das finde ich alles gut. Die neuen Bewohner werden aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und weiteren Ländern kommen. Männer, Familiengruppen und besonders Schutzbedürftige werden getrennt voneinander untergebracht. Es ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Mit zum Konzept gehören Integration, Sprachkurse und psychosoziale Programme.